Ich habe über 100 Leute beim Polieren beobachtet und die meisten zerstören ihre Polierpads. Okay. Ich gebe es zu, das Polierpad hier habe ich von meinem Lackierer geklaut, einfach nur, um euch das zu zeigen. Aber nichtsdestotrotz ist meine Aussage wahr. Die meisten machen einen großen Fehler beim Polieren und der sorgt dafür, dass ihre Polierpads sehr schnell kaputt gehen. Und nicht nur das, sondern das Ergebnis am Lack wird auch schlechter und ihr braucht sogar noch mehr Zeit. Und den Fehler solltet ihr euch unbedingt ersparen. Leider ist es nicht ganz so offensichtlich. Du polierst mit deinem Polierpad und pustest es zwischendurch aus. Und wenn du damit so vernünftig ums Auto kommst, dann kommst du mit einem, zwei, drei Polierpads um ein ganzes Auto. Das große Problem ist aber, durch diese massive Belastung ohne Pause, durch die Wärmeentwicklung im Pad, zerreißen in dem Polierpad die Stege. Denn Polierpad ist ausgebaut aus Poren und Stegen. Und wenn das Pad permanent belastet wird, reißen die in die Stege. Und das Pad sieht zwar erstmal noch gut aus, aber verliert massiv an Performance. Das bedeutet, dass du beim nächsten Mal, wenn du dieses Pad benutzt, ein viel schlechteres Ergebnis hast. Und das kannst du dir ganz einfach sparen, indem du dein Polierpad richtig pflegst. Und dafür gibt es drei Wege und Methoden und die stelle ich dir jetzt vor. Warum drei Methoden? Alle drei Methoden haben zwei Faktoren, die für sie entscheidend sind. Unsere Methode Nummer 1 liegt hier oben, während Methode Nummer 2 irgendwo in der Mitte liegt und Methode Nummer 3. Und die beiden Faktoren, die wir haben, ist einmal die Zeit, also der Zeitaufwand, den du brauchst, um diese Methode durchzuführen und der Verschleiß deines Polierpads. Wie komme ich da drauf? Methode Nummer 1 braucht besonders viel Zeit, weil du jedes Pad einzeln, naja, dazu kommen wir gleich, aber ist die schonendste Variante, deswegen auf unserem Verschleißgrafen ganz weit links. Die andere Methode, Methode Nummer 2, liegt genau in der Mitte. Also du hast einen mittleren Zeitaufwand und auch einen mittleren Verschleiß, während Methode Nummer 3 super schnell geht, aber auch das höchste Potenzial oder das höchste Risiko des Verschleißes an einem Pad hat. Ich würde sagen, wir fangen hier oben an, Methode Nummer 1. Die allerschonendste Variante, die wir haben, die aber auch am meisten Zeit kostet und für einen Unternehmer ist Zeit natürlich Geld, besteht darin, das Polierpad von Hand auszuwaschen. Dafür brauchst du einfach einen Eimer mit einer möglichst neutralen, rückstandsfreien Seife. Ich nehme da ganz gerne froschneutral, dein Polierpad, deine Hände, warmes Wasser und los geht's. Nimm dein ausgepustetes Polierpad und weiche es in dem Eimer ein. Es kann hier gerne ein, zwei Stunden drin sein, damit sich wirklich die Seife, das Tensid, schön an die Poliermittelrückstände haften kann und das gut auswischt. Nimm das Pad dann einfach raus und walke es von Hand durch. Das ist wirklich die schonendste Variante, um ein Pad zu reinigen, weil du natürlich keine große mechanische Belastung und auch keine Hitze dem Pad aussetzt. Dann nimmst du es wieder zwischendurch rein, spülst es immer wieder aus, tränken, ausspülen. Und machst das so lange, bis das Pad optisch sauber ist. Das siehst du eigentlich schon ganz gut, ob hier noch Rückstände im Pad sind oder nicht. Du siehst ja auch schön, wie die Politur nach oben befördert wird. Und genau das ist der Trick, die Politur anzulösen und sich beweglich zu machen. Das siehst du, wenn ich jetzt durchwalke, dass die Politur sich im Pad bewegt. Und damit können wir im nächsten Schritt nochmal mit Druckluft rangehen, das Pad auspusten, klar nachwaschen und es ist sauber. Am Ende nur noch die Seife rauswaschen und du siehst schön, dass 50-50, der gelöste Schmutz ist hier durch die Druckluft entfernt. Du hast hier noch ein paar Schatten, die gehen nach dem Trocknen weg. Aber so hast du mit genügend Zeit ein sauberes Polierpad. Der erste Schritt bei allen Methoden ist essentiell. Sorg dafür, dass die Politur im Pad nicht antrocknet, denn bereits durchgetrocknete Politur ist wirklich schwer zu entfernen. Also, wenn das Pad für heute seinen Dienst quittiert hat, du damit fertig bist, Druckluft, Polierpad, Eimer oder vor der Tür und einmal die lose Politur rauspusten. Die nächste Methode ist etwas gröber, geht einen Tick schneller, aber erfordert dafür gar nicht so günstiges Equipment, nämlich unseren Padwasher. Der Padwasher ist ein Tool, was extra entwickelt wurde, um Polierpad zu reinigen. Du hast ein Pumpsystem, wo du am Anfang das Reinigungsmittel ins Polierpad pumpst. Danach kannst du über diese Plastiklamellen rüberreiben. Dadurch entsteht die Walkung, das Polierpad wird gereinigt. Ganz am Ende drehst du es nochmal auf, sodass das überschüssige Wasser rausgespritzt wird. Am Ende wieder auspusten und dann hast du in der Hoffnung, dass alles funktioniert hat, ein sauberes Pad. Hierbei ist wichtig, einen Reiniger zu nehmen, der keine Rückstände im Pad hinterlässt. Also ein stark schäumender Reiniger wäre jetzt hier auf jeden Fall nicht geeignet. Ich würde sagen, wir machen mal den Hardcore-Test. Dieses Pad wurde wahrscheinlich seit seiner Lebensdauer nicht ein einziges Mal gereinigt. Mal gucken, ob der Padwasher das Ding noch sauber bekommt. Für den Padwasher brauchst du eine Poliermaschine, am besten eine Accenter-Poliermaschine. Dann drückst du erstmal ein bisschen Reinigungsmittel ins Pad. Hier kommt mein erster Kritikpunkt. Elektronik und Wasser ist nicht ganz so mein Ding, aber es ist dafür gedacht. Du siehst schon, wir haben hier Reinigungsmittel im Pad und jetzt kommt die mechanische Reinigung. Hättest du gedacht, dass wir dieses Pad hier nochmal sauber bekommen?
unfassbar. Also von der Performance her hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das hier so sauber bekommt. Also wirklich absolut genial. Aber es gibt noch eine Methode, die deutlich schneller geht und trotzdem super gründlich ist. Und wir sind am Ende angekommen. Ihr ahnt es schon, Methode Nummer 3 geht wirklich am schnellsten, aber hat auch das höchste Risiko, dass das Pad dabei kaputt geht oder nicht lange hält. Denn das funktioniert mit unserer Waschmaschine. Da wir bei uns in der Praxis einen hohen Durchlauf haben, 2 bis 3 Keramikpakete die Woche und pro Auto zwischen 5 und 15 Pads, je nachdem, wie wir genau polieren und was für ein Auto das ist, verbrauchen, macht es für uns wenig Sinn, einzeln manuell die Pads zu reinigen. Da kalkuliere ich lieber damit, dass ein Pad nur 1 oder 2 Autos hält und kommen leichter. Also, wie geht Methode Nummer 3? Bei Methode Nummer 3 ist es super, super wichtig, die Pads vorher auszupusten, denn sammelst du deine nicht ausgepusteten Pads voller Polyturmeimer, lässt sie antrocknen, haust sie dann in die Maschine, kriegst du die Pads zwar oberflächlich sauber, aber sie sind in der Tiefe noch voller Staub. Und dann machst du sie das erste Mal auf dem nächsten Auto an und puff, sieht aus wie ein geplatztes Kissen, denn überall ist weißer Polierstaub. Also wirklich gründlich, am besten noch mit Entfetter einmal auspusten. In dem Moment, wo du weißt, das Pad wird jetzt nicht mehr benutzt, oder generell gewöhn dir an, sobald du das Pad absetzt, einfach einmal auspusten, denn vom nächsten Benutzen macht Auspusten auch Sinn. Also, Pad ist ausgepustet und wird in einem Eimer gesammelt. Ist der Eimer voll, das ist bei uns alle 2 bis 3 Tage soweit, kommt der in die Waschmaschine und wird mit Mikrofaserwaschmittel gewaschen. Und jetzt kommt die Besonderheit. Ich will, dass das Pad wirklich sauber ist und riskiere damit auch, dass sich vielleicht hinten der Klettrücken löst. Also 60 Grad, langes Waschprogramm, aber dafür nicht so intensiv schleudern. Das ist das Geheimrezept und 80 bis 90% unserer Polierpads überleben diese Variante und wir sind wirklich super schnell, weil du natürlich einen geringen Zeitaufwand hast. Während die Maschine ihren Job tut, kann ich weiter Autos polieren und waschen und damit Geld verdienen. Vermeide also bitte unbedingt den Fehler aus Faulheit oder aus Unwissenheit, die jetzt nicht mehr vorgeschoben werden kann, ein Polierpad zu lange zu benutzen. Achte darauf, das Polierpad regelmäßig zu wechseln und dann ruhen zu lassen, damit du eben die innere Struktur nicht zerstört. Denn auch wenn ein Polierpad dann sauber wird, vermindert es maximal die Polierleistung. Deswegen nimm mehrere Polierpads. Entscheide dich dann für eine der 3 Methoden. Je nachdem, wie viel Zeit du aufwenden kannst und willst, um die Polierpads zu reinigen, reinige deine Pads und dann hast du auch lange Freude an deinen hochwertigen Polierpads. Schreib mir doch mal deine Lieblingsmethode in die Kommentare, entweder eine der 3 oder vielleicht sogar noch eine ganz andere Methode. Da gibt es natürlich noch unzählige Varianten. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein!